Van a képviselőasszony, következik egy percben. Van a képviselőasszony. Ich möchte den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit nicht nur an den schönen Worten messen, die hier in diesem Saal gesagt werden, sondern an den Taten, die gesetzt werden. Und wenn man im Rahmen der länderspezifischen Empfehlungen zum Beispiel genauso viel Wert auf die Umsetzung der Jugendgarantie wie auf die Flexibilisierung und Deregulierung der Arbeitsmärkte in Europa legen würde, dann wären wir im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit schon einen entscheidenden Schritt weiter. Und wenn wir Investitionen in Jugendbeschäftigung ausnehmen würden von den Defizitverfahren, dann wären wir im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa einen wesentlichen Schritt weiter, und es wäre eine Unterstützung für jene Länder, die in budgetäre Probleme geraten sind. Wir brauchen jedenfalls mehr Verbindlichkeit in der Umsetzung der Jugendgarantie, zumindest effektive Kontroll- und Beobachtungsstrategien. Und ich denke, die Jugendgarantie ist eine Sache, aber die Qualität der Jugendbeschäftigung eine ganz andere. Und immer mehr junge Menschen leben in prekären Beschäftigungsverhältnissen. 50% aller jungen Menschen bekommen beim Arbeitsmarkteintritt nur mehr einen Teilzeitarbeitsplatz und keine Vollbeschäftigung. Hier brauchen wir also wesentlich effektivere Taten und vor allem Maßnahmen und Ressourcen, die den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt Europas sichern. Danke. Köszönöm, Képviselőasszony. Jungren Képviselő úr következik 2 perc 30 másodpercben. Képviselő úr, öné a szó. Thank you. This is my first time to speak in this political house, and that is why I want to start with the following things to make something clear. I already said this to Mr. Juncker in a meeting.